Unser Keramikpaket kennt ihr schon. In diesem Video geht es ums Fahrzeugpflegepaket Bestseller. Wir haben das perfekte Testobjekt, um euch unseren Bestseller zu zeigen. Wir starten mit der Innenraumreinigung. Ja, wir schauen uns natürlich immer erstmal das Fahrzeug an und entwickeln auch beim Bestseller ein individuelles Paket. Wer sich fragt, wo wir uns befinden zwischen Aufbereitung und Detailing, das ist eine klassische, hochwertige Aufbereitung. Guckt euch nochmal unsere drei Typen der Fahrzeugpflege an, um das zu sehen. Dementsprechend schrauben wir natürlich auch die Kennzeichen ab, um dahinter zu reinigen und auch polieren zu können. Zum Polieren aber später mehr. Wir starten in diesem Fall mit der Innenraumreinigung, einfach weil wir Trockeneis einsetzen wollen, um die Ritzen wirklich porentief zu reinigen. Ganz wichtig, die Qualität der Reinigung und die Gründlichkeit der Politur ist genauso gut wie beim Detailing-Paket, da gibt es keine Unterschiede. Im ersten Schritt wird einmal grob vorgesaugt, um Blätter und große Sandpartikel zu entfernen, damit die gleich mit dem Druckluftstrom des Trockeneises nicht durch die Gegend fliegen und wir die im ganzen Auto verteilen. Nach dem groben Vorsorgen räumen wir den kompletten Innenraum aus, damit wir auch wirklich in allen Ablagen, in allen Sicken, Kofferraumablage, Radabdeckung reinigen können und spannen die Fußmatten in einen kleinen Halter ein. Den haben wir uns ja aus so einem Durchwerfsieb konzipiert sozusagen. Da können wir uns dann mit einem Fuß draufstellen und können die Fußmatte gründlich bearbeiten mit dem Tornado oder mit dem Sauger, mit allem, was so nötig ist, um die Fußmatte eben schön sauber zu bekommen. Und wir haben hier eine horizontale Reinigung, plus der Dreck fällt nach unten weg. Wir verdrecken die Fußmatte nicht immer selber. Wunderbare Möglichkeit, um die Fußmatten wirklich tiefen sauber zu bekommen. So, nachdem wir uns um die Zubehörteile und den Innenraum gekümmert haben, wie gesagt, noch einmal Vorsorgung der Fußräume, um einfach auch da den Sand wegzunehmen, damit wir auch dort nicht durch die Gegend schießen, irgendwo in irgendwelche Ritzen verteilen und unnötig Dreck verursachen, bevor wir dann mit der Trockeneisreinigung starten. Damit gehen wir wirklich um alle Oberflächen und konzentrieren uns dabei wirklich auf die Ritzen und Kanten, um da gerade den Staub und den Dreck aus allen Ecken zu bekommen und ein perfektes Ergebnis erzielen zu können. Das ist der erste Schritt, weil der Dreck, der dort gelöst wird, der wird natürlich eingefroren und im Innenraum verteilt und den müssen wir später wieder aufnehmen. Danach wird, wie gesagt, bevor wir irgendwo rangehen, in dem Fall kriegt das Fahrzeug noch eine Lederreinigung, das ist optional bei Nötigkeit, mit einer weichen Rosshaarbürste der Sitz erstmal nochmal abgesaugt, um auch aus den Ritzen alle Sandpartikel zu entfernen, damit die bei der späteren Reinigung nicht für einen Scheuereffekt sorgen und dann reinigen wir schonend und angepasst auf das Material den Bereich mit einem milden Reiniger und einem Schwämmchen oder auch mit einem starken Lederreiniger und der Lederreinigungsbürste. Wie gesagt, im Standard-Bestseller ist erstmal keine Lederreinigung enthalten. Das ist dann eine optionale Zusatzleistung, wer es denn braucht. Das ist, wie gesagt, individuell aufs Fahrzeug abgestimmt. Deswegen kommt immer vorbei und holt euch euer konkretes Angebot bei uns ab. Im Rahmen der Lederreinigung wollen wir uns hier auch ums sehr speckige, verdreckte Lenkrad kümmern. Hierfür kleben wir alle Bereiche ab, die nicht mit dem Reiniger in Kontakt kommen sollen, nämlich lackierte Bereiche, und verwenden hier ganz vorsichtig einen sogenannten Schmutzradierer. Der ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen und die Ultima Ratio, wirklich das ultimative letzte Mittel bei der Lederreinigung, wenn das Leder extrem verdreckt und extrem fettig ist, wie gesagt, ohne großen Druck ganz vorsichtig rübergehen. Und dann sieht man aber auch, wenn wir damit fertig sind, haben wir wieder eine perfekte Oberfläche. Das Lederlenkrad sieht wieder aus wie neu. Ganz wichtig der Hinweis, man sollte hier immer zuerst die mildeste Methode ausprobieren und nur wenn die nicht zum Erfolg führt, ein bisschen gröber werden. So, nach der Ritzen- und Lederreinigung kommen wir dann zur Reinigung der gesamten Oberflächen. Hierfür nehmen wir einen Chenilhandschuh und ein hochwertiges Mikrofasertuch, um alle Oberflächen feucht mit einem froschneutral, also mit einem neutralen Oberflächenreiniger zu reinigen. Wenn es punktuell nötig ist, kann man da auch mal mit einem Allzweckreiniger nochmal rübergehen und reinigen da wirklich alle Bereiche. Achtung, ein bisschen bei lackierten Bereichen, da sollte man mit dem Chenil mit viel Feuchtigkeit arbeiten. Das ist wie beim Lack außen. Ansonsten funktionieren diese Zotteln super. Man kommt wirklich in alle Ecken, in alle Ritzen. Wir können wirklich die Oberflächen tief reinigen, trocknen danach einmal mit einem Tuch nach, damit die Feuchtigkeit nicht zu lange auf der Oberfläche verbleibt, gerade bei so empfindlichen Oberflächen, und saugen am Ende nochmal final durch, starten aber weiter durch mit der Außenreinigung. Wir starten immer mit der Felgenreinigung, in dem Fall sprühen wir den Felgenreiniger aus einer Schaumkanone, das geht einmal einen Tick schneller und wir kommen besser ins Bett. In der Wirkzeit des Felgenreinigers können wir die Einstiege, die Tankdeckel, die Sicken, die Kofferraumklappe und den Außenbereich der Motorhaube reinigen, also da, wo der Allzweckreiniger noch ein bisschen wirken muss. Dafür sprühen wir einen Allzweckreiniger in einer angepassten Konzentration auf die nötig oder zu reinigenden Bereiche, lassen ihn gleichzeitig wirken, während wir die Felgen mit dem Hochdruckreiniger absprühen. Anschließend kommt nochmal ein bisschen Allzweckreiniger auf die Oberflächen. Wir arbeiten mit einem Chenilhandschuh, gehen durch die kompletten Einstiege und kümmern uns parallel dazu mit einem separaten Handschuh und Eimer um die Felgen, reinigen das Felgenbett in der Tiefe. Hier in dem Fall mussten wir nochmal ein bisschen stärkeren Felgenreiniger punktuell aufsprühen, um einfach eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen, reinigen das Felgenbett, die Radbolzenabdeckung und oder die Radbolzenlöcher und
den Reifen. So, dann kommen wir zur eigentlichen Vorreinigung. Wir sprühen einen abgestimmten Vorreiniger auf, der einfach den Schmutz löst und gleich beim Abkerchern mehr Dreck und mehr Schmutz entfernt, was dann in der Hauptwäsche, sage ich mal, wieder für eine schonendere Reinigung sorgt. Das heißt, wir haben weniger Partikel auf dem Lack, die zu Kratzer führen könnten, ein besseres Reinigungsergebnis und haben einfach viel Kratzer gespart. Die Vorreinigung ist so einer meiner Meinung nach der wichtigsten Punkte bei der Reinigung, weil hier entscheidet sich, wie gut und sauber die Reinigung wird und wie schonend sie wird. Denn alles, was ich hier schon entferne, ohne den Lack zu berühren sozusagen, das kann mir später keine Kratzer mehr verursachen. Deswegen die richtige Einwirkzeit ist auch perfekt oder wichtig zu beachten. Und anschließend wird das mit dem Hochdruckreiniger gründlichst runtergespült. Der Lack wird dann schonend gewaschen. Wir benutzen dafür verschiedene Mikrofaserhandschuhe, die auf die Verschmutzung abgestimmt sind, wechseln die regelmäßig und nutzen auch nochmal einen Schaum auf dem Lack, damit einfach das Gleit- und Reinigungsvermögen nochmal gesteigert wird. Wer hier mehr wissen will, guckt sich die Outlock-Waschmethode an. Da sieht er, wie wir genau waschen. Waschen immer bauteilweise und achten darauf, dass wir den Handschuh natürlich nicht zu lange benutzen und anschließend den ganzen Lack schonend und gründlich mit einem Wasserschlauch abspülen. Das sorgt einfach dafür, dass der Schaum und restlicher Schmutz besser vom Lack geschwemmt wird und effektiver entfernt wird als beim Hochdruckreiniger. Wir verwenden ja auch entmineralisiertes Wasser. Das sorgt am Ende für weniger Wasserflecken und erleichtert den Trockenvorgang. Deswegen haben wir auch hier diesen Schlauch, weil wir dann auch natürlich wassersparend arbeiten können. Nötigenfalls werden alle Oberflächen, die Anhaftungen noch haben, also wo die sich picklig anfühlen, mit einem Lackreinigungsknete oder einem Lackreinigungsknethandschuh, was für ein schönes Wort, gründlich geknetet, damit der Lack perfekt glatt ist für die spätere Politur. Wir trocknen insbesondere die Ritzen, Falz und Einstiege mit Druckluft und dann den gesamten Lack mit einem Trockentuch, um danach eine blanke, vorbereitete Oberfläche zu haben, auf der wir unsere Politur anwenden können. Wir verwenden hier immer eine abgestimmte Politur, also es findet immer eine One-Step-Politur statt. Wenn bestimmte Bereiche stärker zerkratzen, können wir auch mal in einem zweistufigen Polierverfahren arbeiten, um einfach ein schönes, preis-leistungstechnisch passendes Ergebnis herzustellen. Probieren wir vorher in einem Testbot aus, welche Politur fein genug ist und trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt und versiegeln dann den Lack gleichzeitig auch noch mit. Wir kümmern uns natürlich nicht nur um die großen Flächen, sondern wie auch bei einem Detailing auch um die kleinen Bereiche, um die schmalen Stellen, nutzen da alles an Maschinenpark, was wir haben, um auch wirklich die Kanten und Ritzen von allen Ecken zu polieren. Das Bestseller-Paket soll nicht schlampiger sein, sondern es geht einfach nur darum, dass so der Lack einfach einmal aufgefrischt wird und wir nicht bis ins letzte Detail jeden Kratzer entfernen. Wie gesagt, der Lack ist auch versiegelt und jetzt genießen wir nochmal die Finish-Bilder vom fertigen Auto. Feierabenddress ist angelegt, Auto ist fertig. Wir sind durch für heute, das war unser Bestseller. Viel Spaß, haut rein.